Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer 40.000 Gladius Relics of War mit mir, dem Mr. Merp und Nobody. Grüß dich. Abend. So, das ist eigentlich irgendwie so lustig, ne? So, weil du Nobody heißt, denkt jetzt jeder quasi, du bist irgendwie so niemand. Nein, ist er nicht. Wir kennen uns schon aus der Blood Bowl Community, ne? So. Ja. Du hast schon alles gespielt, glaube ich, ne? Ich habe auch noch meine Stadt zu befehligen. Ja, das so. War, ich glaube, das war wieder so abgebrochen. Achso, für die Leute, für die Menschen da draußen, als Information, ne? Der Brand wurde wieder gelöscht. Es war derselbe, ne? Ja, es war derselbe. Also, was heißt, die Erde war einfach noch zu warm. Wir müssen halt bloß die Erde kühlen. Ich habe schon den Scherz gebracht gehabt, von wegen, was dem Forstwirt anscheinend nicht Versicherungsgeld genug. Die werden abkotzen. Ja, das glaube ich, weil da geht ja so viel kaputt. Ist ja der Hammer eigentlich. Ja. Also es ist schon Forstwirtschaft, nicht Landwirtschaft, ne? Naja, ich sag mal so, beides so, mittendrin. Ja, ich weiß, das Bauern machen ja gerne mal beides, ne? Die haben dann gerne auch mal, also ich beziehe zum Beispiel das Feuerholz für mein, wie nennt sich das? Nicht Luxuskamin, diesen. Es gibt solche Kamine, du weißt ja, diese, wo man halt so zusätzlich so holen kann. Ja. Das beziehe ich zum Beispiel von dem Bauer, der auch gleichzeitig noch ein bisschen Forstwirtschaft macht. Und das ist natürlich kacke, wenn ihr dann halt einen Teil vom Wald abfackelt, weil da geht ja so viel flöten. Hey, jetzt kommen hier diese Old Spaceys! Okay, also Space Marines, die machen mir schon so ein bisschen die Hölle heiß, muss man schon sagen. Ich erinnere mich, ich muss ja erstmal wieder eine Armee aufbauen. Ja, hast von mir ein bisschen, gelinde sagen, Dresche bezogen. Aber eher eigentlich sogar schon von den Space Marines vorher ja schon. Du hast ja bloß noch die Reste aufgesammelt. Genau. Ich war eigentlich total unschuldig und hatte damit nichts zu tun. Ich muss nochmal dazu festgestellt haben, dass das Kampfsystem kacke ist. Ja, also es ist zumindest nicht ideal. Also, nee, ich mag das wirklich nicht, um es mal ehrlich zu sagen, ohne es schön zu färben. Also, wir haben ja schon drüber geredet, damals bei diesem Kampf der Titanen-Event mit Wright und Bull, Tracina und Hose und so weiter und so fort, da waren ja Leute dabei, also bekannte YouTuber im Strategiesektor, wo ich auch eingeladen wurde, und ich war damals total perplex, weil ich hatte noch nie das Multiplayer gespielt, und dann passiert der Sheet, wo ich halt von Tracina einfach nur überrollt worden bin, weil ich das Kampfsystem nicht kannte, und ja, da machst du halt einfach nichts dran, weißt du, wenn du halt einfach nur totgeklickt wirst, sage ich jetzt mal. Und es entscheidet ja im Grunde der erste Klick. Der erste Klick ist ja entscheidend dafür, dass du das hinkriegst oder eben nicht. Also wenn du wirklich da deine Anforderung hast mit deiner großen Runde, dann musst du Feuer und die Regeln festlegen. Also, das kriegst du ja aber, glaube ich, nicht hin. Also das mit den Regeln festlegen, glaube ich, ist nicht so leicht möglich. Aber ich denke mal, festlegen kannst du ja, also zwischen zwei Leuten, ja, aber ich glaube, aber es wird extrem komplex, wenn es schon drei Leute sind, die da irgendwie sich dann schlachten. Weißt du, man könnte zum Beispiel wirklich sagen, so nach dem Motto, jeder von uns zieht jetzt abwechselnd eine Einheit, so schachmäßig, weißt du, das wäre dann sinnvoll, aber ja, bei größeren Ansammlungen, das würde ja auch gehen. Du musst halt nur immer sagen, am Anfang, sagen wir es mal, des Spiels eine Reihenfolge festlegen und dann. Ja, oder aber halt wirklich die Initiative, so nach dem Motto, so, ich entdecke dich zuerst und habe die Möglichkeit zuerst anzugreifen, dann sage ich halt in dem Augenblick, du, Nobody, ich greife dich jetzt an, und dann weißt du, oh, Obacht, ich muss jetzt quasi drauf reagieren, und dann kriegst du den ersten Angriff mit, und dann darfst du auf diesen Angriff reagieren, weißt du, so in der Art, mit einer Aktion danach, also mit einer Einheit, wo du noch ziehen kannst, und dann mach ich wieder und dann so hin und her. Das wäre ein System, was, glaube ich, ganz witzig wäre. Was auch eigentlich gut. Warte mal, ich muss das Spiel leise machen. Es gab einen Patch und die Menschen verstehen dich, glaube ich, kein bisschen. Ich will ja nicht das Mikro bringen. Lautstärke der Soundeffekte gehe ich mal auf 15% runter oder so. Das müsste eigentlich reichen. Das Geballere ist ja schon ziemlich laut. Manche Leute werden es lieben, für manche andere ist es dann wahrscheinlich dann doch auf Dauer zu laut. Ja, jetzt ist deutlich schwierig besser einzustellen. Jetzt ist deutlich besser. Na schön. Ja, es ist nicht mehr so übertrieben.
Ich höre es jetzt selber so, oh ja, mein Trommelfell stirbt nicht mehr. Das ist gut. Oh, was haben wir denn da Schönes? Was bist denn du hier? Ich habe ja was bekommen, was mir plus 1 maximale Bewegung gibt. Ja, das hatte der Space Marine vorher. Ja, jetzt nicht mehr. Ich kämpfe gerade mit ihm darum, aber meine Flut ist unendlich und seine halt nicht. Ja, meine ist auch endlich. Naja, eigentlich ist meine auch endlich, aber sie ist auf jeden Fall unendlicher als seine. Ja, also Space Marines, aber die Space Marines haben den Vorteil, sie halten wesentlich mehr aus als andere Einheiten. Gefühl das ist richtig, das ist richtig. Oh, ich habe meinen ersten Basilisken. Hat der eine Reichweite? Ich krieg mich nie mehr. Ne, war ja so beschrieben. Hohe Reichweite. Oh yeah, baby. Also ich kann jetzt hier eine Gruppe Artillerien bauen, die stelle ich in meine Stadt und damit schieße ich über die halbe Map. Mit bei Sicht. So fühlt sich das gerade an. Warte mal, ich kann das ja nicht abbrechen und stattdessen bauen. Ich sehe mich nachher schon, du deine Infanterie-Bus bei mir reinschicken und ich stehe kurz da und werde geräumt. Genau, ich brauche nur Line of Sight mit meinen Infanterien aufbauen und dann ist alles geritzt für mich. Ah, da ist der Kollege. Also diese Panzer sind ja wirklich herzlich nutzlos gegen Infanterie. Aha. Oh, ich habe hier auf jeden Fall schon mal eine Festung der Erlösung gefunden. Ich glaube nicht, dass der mir standhalten kann, der Typ. Ich bezweifle das stark. Also die Hydras machen aber tatsächlich mehr Schaden. Ist noch da? Hallo, nobody? Bin noch da, ich muss nur ganz kurz was weg. Okay. Also das dauert 2 Minuten. Ja, kein Ding, ich war gerade bloß irritiert, nicht, dass Discord wieder abstürzt, wie neulich im Livestream. Nee, ich hab mich auch so sehr gemütet, weil jemand reinkam. Achso, okay. Und bloß wieder vergessen anzumachen. Alles gut. Man wird da halt empfindlich, weißt du, so neulich im Livestream bei Total War Arena, wo dann halt quasi so eine Stunde lang der Discord weg war, habe ich gedacht, nein, nicht schon wieder Discord. So, wir spielen Warhammer 40.000 und hätten dann das Let's Play aus der Hölle mit den meisten technischen Schwierigkeiten, die man sich vorstellen kann. So, wir bauen das Ding jetzt hier. Hier bauen wir das auch noch. Ich spare mir das jetzt hier momentan. Ja, wobei, ja doch, ich spare mir das noch. Ich brauche gerade nicht noch mehr Einheiten. Zu beenden. Also viel kann der Space Marine ja nicht haben. Wir sehen, hier hat hier so ein bisschen die Zone. Aber es ist nicht beeindruckend viel, was er hat. Ich glaube auch zum Beispiel, dass das Expandieren zu einer zweiten Stadt oder sogar zu einer dritten wahrscheinlich nur auf wirklich großen Maps wirklich Sinn macht. Vor allem, weil das Ausbauen der zweiten oder dritten Stadt ja dann doch noch auch noch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Darf man nicht vergessen. Was sind das hier für coole Sachen? So. Okidoki. Tüdelüdüdelüdü. Ich habe so das Gefühl, dass Nobody gerade eben nicht spielt. Er scheint gerade eben sehr abgelenkt zu sein. Gut. Müssen wir mal kurz mal warten. Vielleicht geht es ja gleich wieder. Was steht da? Das Leben in der Armee ist wirklich hart, Sir. Ja, das sagt er. Das sagen die einfach mal so zu ihrem Chef, ne? Also ich finde die Formation sehr, sehr nice. Ne? Guckt euch mal an, also das funktioniert sehr, sehr gut hier, ne? Mit dieser Infanteriewelle und dahinter dann quasi die unterstützende Artillerie. Fehlen jetzt nur noch so ein paar Lehman Russ-Panzer, die man dazwischen so packt. Oder vielleicht auch noch ein paar Scout-Sentinels, die ich aber persönlich bis jetzt nicht wirklich als notwendig erachtet habe.
Also diese Strategie funktioniert super. Man sieht ja auch, man kriegt auch den einen oder anderen imperialen Trupp hier definitiv auf Level 6 und Level 7. Das kriegt man hin. Und dann sind die auch wirklich tough. Guck mal die Boni hier ganz kurz mal an. Wald, reduziert den Fernkampfschaden. Dann haben wir hier uralter Pfadschneider, plus 1 Bewegung, Trefferpunkte, Trefferpunkte und Schaden. Also wir haben jetzt zweimal sozusagen, wir regenerieren jetzt 2 Lebenspunkte pro Runde. So. So, da ist Nobody auch wieder da, der musste ein Aquarium anschließen. Ja, die Pumpe wurde gemacht und wie immer springt die Pumpe nicht so an, wie sie soll. Gut, ich meine, man sieht, du hast innerlich das Spiel schon aufgegeben. Na, es ist immer die besten Zeiten. Man kommt abends so auf die Idee, man könnte ja sowas noch machen. Ja, das stimmt. So, also, du ganz im Ernst, also ich glaube nicht, dass der Space Marine hier irgendwas wuppen wird. Meins. Da weiß ich ja gleich, wer wieder zurückkommt. Ja, dann wird's wieder lustig, ne? Und da, fangt! Hab was für euch! Oh, sie haben nicht gefangen, jetzt sind sie tot. Selber schuld. Das musst du auch schon passgerechter werfen. Hey, also ich bin ganz nah an sie rangelaufen. Also noch passgenauer geht ja wohl nicht. So, dann vorbeilaufen, ballern wir jetzt das Ding hier über den Haufen. Ja, da kann ich auch keine Granate werfen. So. Dahin noch laufen. Ist halt nicht viel Schaden, den ich pro Schuss mache, aber darauf kommt es ja nicht an. Dann muss nur gemacht werden. Richtig. Ah, da haben wir noch eine Granate. Ich habe mir doch gerade gedacht, bei so vielen Einheiten muss doch irgendwo noch eine Granate über sein. Müssen nur pro Runde eine werfen. Genau. Ich glaube, es ist kaputt. Oder auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich überfordere das Spiel gerade eben der Steuerung. Ja, also, wie gesagt, ich habe an der 8. Runde gestartet. Da braucht es eine Weile, bis die KI gezogen hat. Das glaube ich bei der Menge. So, ach, ich habe da hinten auch noch Infanterie. So, jetzt ging mir gerade das Steuern aus. So, zu überspringen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich demnächst mal wieder ein bisschen mehr Erz mache. Diese Erz-Situation ist schon lästig, wenn du... Oh, ich habe jetzt die imperiale Bastion, die ich bauen kann. Imperial Bastion, nicht von Overwatch geklaut. So, ja gut, der ist jetzt erledigt, ey. Ich habe die Stadt von denen gefunden. Sollte ja groß genug sein. Ich weiß nicht, also... Ich habe jetzt nur mal die Ausläufe gefunden. Mal gucken, wie groß sie wirklich ist. Ist ja plus eine. So, meine Hydras fahren und schießen derweil im Vorbeifahren. Guten Tag, ich komme jetzt öfters vorbei. Das ist mehr so ein... Also, was ich hier mache, ist so eine, die Warhammer 40.000 Variante des Drive-By-Shootings. So, das war die Festung der Erlösung. Und wir rücken weiter vor. Ich hole mir noch das da oben. Mehr Energie für mich. Ist schlecht für mich? Ja, aber auch schlecht für den Space Marine. So, jetzt mache ich 12 Erz. Das ist ja lächerlich wenig. Ich bin bei 30. Sag mal, wie viel soll das Ding hier produzieren? 3,2 Erz. Willst du mich verarschen? Das ist ein Nix. Hast du die Loyalität runter? Die ist bei 0. Dann ist es wirklich wenig. Ich weiß nicht, warum die bei 0 ist, aber sie ist bei 0. Okay, ja, gut, mein, das passt aber auch. Meine Leute sind auch alles Nullen, weißt du? Aber sinkt theoretisch immer mit der Bevölkerung in der Stadt.
Und teils durch die Geländefelder, was du. Ja, das Problem ist, ich habe halt, glaube ich, nicht genug Wohnraum für die Bevölkerung. Das ist das Problem. Da musst du mehr bauen. Ach komm, die Leute sollen nicht so rummähen. Wir sind das Imperium. Da hat eh keiner Platz. Bei einer Weltbevölkerung von. Naja, Von ich 100 weiß ja auch Milliarden nicht. auf so einem Planeten wie der Erde, ne? Naja, so gestapelt. Dass die Leute dann in einem Schichtenmodell leben, ey, das kannst du da wörtlich nehmen. Das sind Städte auf Städte gebaut. So, jetzt bomben wir dieses Ding hier zu Klumpe. Was sag ich mit denen da los? Sag mal, haben die jetzt geworfen? Ne, haben sie nicht. Ihr sollt Bomben werfen. Feuer. Das Krasse ist halt echt, dadurch, dass ich jetzt zwei Schadenspunkte pro Runde regeneriere, haben die halt echt keine Chance, ne? Also wenn sie mit einzelnen Einheiten kommen. Ja, sicher. Das ist ja das Böse. So. Scoutbikes. Wie wenig imposant. Jean-Meter 2,6 und mit der Granate sind es immerhin 5,3. So. Was ist denn das? Ach Gott, der Vindicator. Den fand ich, als ich ihn selbst gespielt habe, auch nicht besonders eindrucksvoll. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so besonders. Nö, ist auch nicht. Ich komme mir gerade eben nicht wirklich ran, ey. Oh, da kann ich hin. Na, dann Aber bade ich wirklich, da das mit drauf. den Städten ist eigentlich klasse. Baust du wirklich eine breite Stadt, brauchen die Gegner ewig, bis sie zum Kern kommen. Das muss man wirklich machen, strategisch. Am besten wirklich so in so einem Schichtenmodell außenrum. Ja, am besten Engpass suchen, was du ja mit deiner ersten Kampagne, die du gezeigt hast, mal demonstriert hat. Und da musst du im Prinzip dich langsam nach vorne bauen Ja, und hat bloß so weiter. halb geil geklappt. Ja, also da waren ja noch die Negrons da. Die waren noch ein bisschen OP, ne? Ach ja, würde ich nicht sagen, aber sie haben mich weggeholzt, ja. Also ich habe die ja später nochmal gegen die gekämpft. Die Zahlen waren echt andere, die ausgeteilt haben. Ah, was sind da oben? Da ist nochmal ein paar Devastators. Also es ist fast so, als ob die Angst vor mir hätten, so wie die sich hier verhalten. So ein bisschen. Das ist halt dann wieder die Frage, wie reagiert die KI bei bestimmten, also Gegnern? Ich glaube, sie erkennt, dass es eine unfassbare Übermacht ist und sie versucht, sich zurückzuziehen. Aber sie kann nicht. Weil es ist ihre Stadt hier. Und sie hat ihren Fehler gemacht, oder? Oder? Ja, ich weiß nicht. Boah, der hat Produktionsboni, ey. Neid. Neid und Missgunst. Ach komm, das. Warte mal, der hat ja rundherum diese komischen Gebäude. Feuert auch. So, jetzt muss ich hier. Moment, erstmal vorrücken. Was auf ihn hier schießen. Irgendwo noch Granatengedöns. Schwierig gerade eben. Also, der hat eine richtig geile Stelle. Da kommt man nicht so easy ran. Das. Ich finde, als Baseball startest du sowieso immer gefühlt in so eine Engstelle. Ja, also der hat hier definitiv eine. Das kann man so sagen. Aber das Gute ist, dass es egal ist. Du, ich habe Artillerie. Das ist mir egal, wie viele Engstellen der hat. Ich kann drüber schießen. Ja, du musst aber erstmal auch sehen. Das ist wahr. So, jetzt hole ich mir das hier noch. Was mache ich jetzt mit dem hier? Der geht da hoch. Ich kann teilweise auf nichts schießen. Oh, warte mal. Da kann ich schießen. Na, das ist gut. Dann geht jetzt der Librarian drauf. So.
es ist für mich mehr oder weniger jetzt hier eher meine, schon eine logistische Aufgabe, jetzt hier anzugreifen. Oh, was sind das? Die große Halle. Ich habe sie gefunden. Na, du bist ja wirklich schon fast da. Oder? Das ist doch eigentlich die... Ja, ja, das ist sie. Aber das Interessante ist halt wirklich, dass die Einheiten... also das ist ja wirklich eine mega Engstelle. Also das sind zwei, drei Hexfelder breit. Und doch das musst du dich durchkämpfen. Wenn der da mit 10 Mann stehen würde, ey, du würdest es nicht schaffen. Der könnte mit so wenig Leuten verteidigen. Naja, besonders durch das Reaktionsfeuer. Also bevor du überhaupt dran bist, stirbt erstmal so die Hälfte deiner Soldaten. Richtig. So. Oh. Eine Thunderfire Cannon, das wohl nutzloseste Objekt, das ich jemals sah. Ich habe ernsthaft Crude-Hunde in meiner Stadt. Sehr schön. Ich komme mir gerade ein bisschen verarscht vor. Wo kommen die denn her? Die stärkste Einheit im Spiel. Die nervigste Einheit im Spiel. Nein, das finde ich die Psyche. Ja, das stimmt. Wie mache ich das jetzt hier hingehen? Auf die da schießen. Hier hingehen, auf den da schießen, hier hingehen, auf den da schießen, hier hingehen, auf den da schießen. Warum haben meine Männer gerade eben Schaden bekommen fürs Schießen auf den Gegner? Dinge, die ich unlogisch finde. Weiß ich nicht. Hast du mir was angestellt, was du nicht bist? Am Herz mangelt es mir nicht, aber an allen anderen schon. Nahrung und so, ne? Ach, da habe ich 18. Oh, das ist doch ganz gut. Also Soldaten fehlen so ein bisschen. Ja, das ist aber ein Problem, das muss man jetzt auch irgendwie lösen. Bin ich dabei. Ich warte ja nur auf was Bestimmtes, was ich eigentlich schon vor 6 Runden, 7 Runden angefangen habe. Was aber ewig braucht zu bauen. Komischerweise. So, jetzt geht der da hoch. Der geht dahin. So. Der kann auch dahin ballern. So, zurückkommen. Hey Gott, ich muss hier nachher auch noch alle aus diesem Nadelöhr wieder rausfriemeln. Nein, das ist ja weniger das Problem. Dann hast du ja nicht mehr dieses Einsaufelder, was du dich bewegen kannst. Momente des Wahnsinns, weißt du? Städte befehligen. Ja, komm, brauchen wir noch mal ein paar Infanteristen. So, die Kruthunde, die haben gerade die Goschen bekommen und haben keinen Bock mehr. Das ist aber wirklich eine strategische Entscheidung, ne? Dass du dich entscheiden musst quasi, schütze ich meine Stadt oder nehme ich die Felder effizient ein? Mit dem Voranschreiten, ja. Ne? Also ja, gerade gegen dich ist es super effizient, gegen alle Nahkampfeinheiten ist es super effizient, diese Entscheidung zu treffen. Ja, also, sagen wir so, dadurch, dass die Anfangs-Orks überhaupt keinen Fernkampf besitzen, oder zumindest keinen effektiven. Mhm. Die setzen ja doch mehr auf ihre erbeuteten Wagen oder. Die Warbuggies finde ich aber gut. Ja, ja, die, ich finde die Deathcopters auch nicht so verkehrt. Jetzt ist noch die Frage, kann man zwei Städte miteinander verbinden? Gute Frage, nächste Frage. So. Naja, ich baue ja. Ich kann das ja mal austesten. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Das ist richtig. So, ich rücke weiter vor. Naja, innerhalb meiner menschenmöglichen Möglichkeiten. So, jetzt ballern wir nochmal drauf. Ich muss ja mehrere Sachen gleichzeitig angreifen. Dahin, ist dahin, Feuer. Du gehst dahin. Was mache ich jetzt mit dem Typen da? Der dürfte da eigentlich keinen Schaden kriegen. Dürfte so. Fahrzeuge dürften auf Stahlkraut keinen Schaden kriegen. Das weiß ich. Da bin ich auch manchmal überfragt, was nun wirklich Schaden kriegt und was nicht. Ich habe echt das Problem, dass selbst meine Artillerie nicht an das Gebäude rankommt. Also nicht richtig. Das ist eine ganz, ganz weirde Geländekonstellation hier.
Dann weiß ich doch schon mal, dass ich noch ein bisschen Luft habe. Ja, also so 4-5 Einheiten wirst du sicherlich noch bauen können. Wenn du wüsstest. Baust du jetzt gerade eben jede Runde ein, oder wie? Fast. Wie gesagt, ich habe das Erz vorkommen. Na, dann wird's vielleicht sogar noch echt spannend werden. Ja, wie gesagt, dann wir müssen bloß vorher festlegen, wie wir das wirklich mit den Angriffen machen. Das kann aber, ich glaube, das schaffen wir in dieser Aufnahmesession nicht. Das müssen wir dann extra nochmal machen. Ja, wie gesagt, morgen hätte ich frei, also. Ja, das ist gut.